Hallo und herzlich willkommen bei Crossover und auf meinem Kanal. Ja, ihr seht hier, oh, danke schön, die Zauberperson, die gerade spricht, ist unsere liebe Muni. Danke, danke, danke. Die Aufnahme ist von der zauberhaften Minimi, von der Sandra. Und ich quatsch heute ein bisschen drüber. Wir wünschen euch allen einen tollen Muttertag, einen schönen Sonntag und eine gute Unterhaltung. Und ja, nach dem Intro. Ja, es tut mir leid, wenn ihr das Video bei der lieben Sandra schaut. Oh, es sind Hündchen unterwegs. Nein, echt? Oh, wie schön. Oh, das ist süß. Ja, also bei der lieben Sandra, es tut mir leid. In dem Video gibt es keine Glückwünsche für Muttertag, da bei uns, ich lebe ja nicht in Deutschland, kein Muttertag ist und das ist mir komplett entgangen. Ich habe da gar nicht daran gedacht. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ich wünsche euch natürlich von Herzen einen wunderschönen Muttertag. Hallo, Kleiner. Oh, das ist so süß. Das ist für all die Mamis da draußen. Da geht einem das Herz auf. Und Monka kommt und sagt, hör auf damit. Oh, hi. Zoe, Marlene. Oder? Ja, ich glaube schon. Und stimmt, unsere Kalifee ist ja jetzt ein Kind. So ein wunderschönes Kind ist sie. Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Es stehen neue Abenteuer vor der Tür. Baby machen? Ja, was? Entschuldigung für mein Gekreische. Doch, 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 doch. Und soll ich dir was sagen? Ich wünsche dir ganz viele Babys. Nein, komm. Wenn es gefruchtet hat, wünsche ich dir echt nur ein Baby. Ja, über ein Abo würde ich mich freuen. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr zu Sandra rüberhüpft und natürlich dort auf den Abo-Button klickt. Ja, also entweder steht Ellen auf High Heels oder Chrissy, keine Ahnung, aber immer mit High Heels in die Dusche zum Techteln. Hm. Cool, da ist sogar so ein Thermostat an der Wand. Wie geil ist das denn? 23 Grad im Haus, okay. So, beide haben ein Lotterielos gekauft. Nun, ich kann wie immer nicht reden. Es folgt ein Speedbuild. Kalifee benötigt ein größeres Zimmer. Habe etwas umgestellt. Okay. Dann zeig mal her, das schöne Zimmerchen. Das möchten wir sehen. Und es folgt schon wieder mega tolle Musik, ne? Ich mag die Musikauswahl von dir, liebe Sandra, immer. Fällt mir immer super gut. Ist das ein Kinderbett? Also ein normales Bett da drin? Das ist ja voll cool. Ich hätte jetzt eher auf so ein Toddlerbett getippt, aber mega. Ich halte mal einfach den Mund und genieße die tolle Musik. Vielleicht auch nicht. Und quatsche dann doch rein. Oh, ja, ich freue mich wirklich. Ich freue mich. Also ich muss sagen, das Projekt ist wirklich ein reines Herzensprojekt von mir und der lieben Sandra. Und ich liebe es. Ich liebe einfach diese Crossover-Zeit. Ich bin auf jedes Video gespannt, das ich von Sandra bekomme. Und ich hoffe, dass Sandra sich genauso auf jedes Video freut, das sie von mir bekommt. Und ich muss sagen, ich bin super glücklich, dass wir zwei das gemeinsam machen. Ich hätte mir keinen besseren Partner für Crossover wünschen können. Ja, das möchte ich einfach mal gesagt haben. Ich drücke dich aus der Ferne, meine liebe Sandra. Ich weiß auch nicht. Ich bin heute so sentimental. Ja, kommt vor. Und solche Worte müssen auch mal gesagt werden. Und Carly Fee ist hier schon mit am Doktor spielen. Entschuldigung. Okay, 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 okay. Oh Mann, Sims, die. Oh, nee.
haut einen manchmal voll um, ne? Das Radio ist auch voll cool. Okay, den Staubsauger ist Chrissy mittlerweile losgeworden und ist an der Waschmaschine. Wie sieht's aus? Wird ein Schwangerschaftstest gemacht? Und sie ist schwanger. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo! Na toll. Einmal nicht aufgepasst? Und Chiron, sind die Möppis ein bisschen gewachsen, oder? Ja, es sieht auf jeden Fall so aus. Aber ich glaube, du hast Glück, da kommt nur ein Baby. Also der Bauch ist ja echt noch kaum zu sehen. Vielleicht, wenn man gut hinschaut, zu erahnen, aber ich denke eher nicht. Es ist einfach nur geil, sage ich euch. Die Familie wächst und wächst und wächst. Der Alan hatte es ja angekündigt, ne? Wie viele Kinder wollte er? 10. Jep, also Nummer 4, vielleicht auch Nummer 5 ist unterwegs. Und der Garten, wow, der ist mir mittlerweile echt riesig geworden, ne? Wunderschön. Damit hat die liebe Chrissy ja angefangen mit Garten, mit Blumen, mit Pflanzen, mit Sträuchern. Und sie hat sich echt, echt gemacht, muss ich sagen. Schaut mal, dieses riesige Haus, das mittlerweile da steht. Sie hat mega viel Geld auf dem Konto. Und da kommt auch Mercia. Hallo, meine süße Maus. Ja, der Kuchen ist schon wieder am Stinken. Aber da hat ja die liebe Sandra uns da einen Trick verraten. Irgendwie, ich glaube, mit Shift und linker Maustaste und so. Dann kann man den Kuchen wieder auffrischen. War es so? Ich glaube, Chrissy hat Mercia jetzt gerade erzählt, dass sie schwanger ist und. Mercia sagt, was? Schon wieder? Kann doch nicht dein Ernst sein. Ich hoffe nicht, dass sie es sagt. Aber wir wissen ja alle, Mercia mag eigentlich keine Kinder, ne? Aber das hat sich geändert, nachdem sie selbst Kinder bekommen hat. Aber sie war eigentlich, hat sie Kinder gehasst immer, ne? Oh, hallo, Süße. Gehst du in den Baum? Gehst du in den Baum? Ja, da sind wir. Da steht ein neues Gebäude, eine Außendusche und ein Bett sehen wir da drin. Zwei Betten. Okay, ich glaube wirklich, das wird der Rückzugsort von Chrissy, aber nein, falsch gedacht. Die Familie ist nun auch schon da. Oh, es ist so wunderschön auf der Lichtung, ne? Jetzt fehlen noch ein paar Feen. Wer weiß, vielleicht kommen die ja auch noch irgendwann, ne? Es wird ja schon über Werwölfe spekuliert. Ein riesengroßes Danke an Bianca. Sie hat uns ein Wandelgrundstück gebaut. Es ist so schön geworden. Danke, danke, danke. Habe mich so gefreut. Ja, danke, liebe Bianca. Also, es sieht schon mal sehr, sehr hübsch aus. Also, es ist alles da. Schlafmöglichkeiten sind genug da. Wasserschlacht, Seifenblasen, Popcorn, Eismaschine. Sind das Duschen oder ist das jetzt auch Toilette? Ich glaube nur Toilette. Und hier haben wir ein Schwimmbecken für die Kleinen und ein, ach, wie süß, guck mal da, ein Puppentheater, wie schön. Also, der Frosch ist ja auch geil da am Schwimmbecken, ne? Am Planschbecken eher. Und da geht's nach oben, voll cool. Also das ist das Puppentheater. Spellebad kennen wir ja schon, das stand ja schon mal da. Und hier haben wir ein Lagerfeuer. Da müsstest du eventuell noch ein paar Stühle dazustellen, wenn es so weitergeht. Und weckt das Lama nicht, kann man dort spielen. Und hier oben, oh, da können die Kinder zeichnen. Oh, natürlich die Erwachsenen auch, aber so voll cool gemacht, so ein Hochbeet. Also Hochsitz, Hochbaum, Baumhaus-Dings. Ihr wisst, was ich sagen möchte, hoffe ich. Oh Gott, das ist so peinlich, aber das darf man ja alles nicht rausschneiden, ne? Oh, Manu, Manu. Ja. Oh, jetzt dauert das wieder ewig, bis wir rausfinden, wie viele Babys, was es wird und so, ne? Weil ich glaube, Sandra hat es anders eingestellt. Ne? Es sind nicht 3 Tage bei der lieben Sandra, dauert es länger. Und da dauert es halt, bis man zum Gynäkologen gehen kann. Ah, sie lässt sich auf jeden Fall das Popcorn schmecken. Und ich glaube, Kalife und ihr Papa sind gerade eine Wasserballschlacht am machen. Hallo, Süße, Zoe, Marleen. Und was, Paulinus? Was, Paulinus? Oh Mann, ich schäme mich echt dafür. Ich kann mir das nicht merken. Also,
Paulinus, glaube ich. Oh, jetzt erzählt sie ihm, dass sie schwanger ist. Und er freut sich. Natürlich freut er sich. Er ist voll happy. Er wollte ja immer mehr Kinder haben. Und warum ist jetzt mein Bildschirm schwarz? Hallo? Ach so. Das war mein PC, Entschuldigung. Also er ist happy, er ist mega, mega happy. Und wir hören hier schon den Jingle. Es geht dem Ende zu. Oh no, ich möchte doch so gern noch ein bisschen weiter gucken. Oh, sie ist so hübsch und sie wird wieder große Schwester. Ich bin so, so, so gespannt. Oh, danke. Oh, danke, Sandra. Wir lieben dich auch. Oh nein, der Chrissy ist schlecht. Ah ja, ich muss mich aber jetzt verabschieden, ne? Jetzt geht schon wieder weg. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und vergesst nicht, rüber zu der Sandra zu hüpfen und auch dort alles schön dazulassen, ne? Ja. Dankeschön. Ich verabschiede mich. Ciao. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und wunderschönen Muttertag. Tschüss und ciao, ciao. Love.